Du hattest ja vorhin diese Laternen genutzt, ne? Diese Ja, die La. Lantern suchen. Hier gibt es auch in Blau, aber ich finde, die passen jetzt hier nicht Ja, so eben. gut. Oh, cool, hier gibt's sogar Ketten. Kann ich denn die Ketten hängen? Das wäre natürlich richtig Ja, du top-notch kannst die Laternen auch Technology. einzeln an Blöcke hängen. Dann haben die auch so eine kleine Kette. Wenn du die verlängern möchtest, dann kannst du das mit Kette auch machen. Ah, stimmt, ist schon sehr tief. Ich glaube, ich hänge sie Ja, dann direkt mach dran. lieber nur. Ja, doch, genau. Ja. Sieht so besser aus. So. Erstmal Verbrauch kaputt gemacht. So, voilà. Schön, schön. Schmieke. Ja. Sehr schön. Oder so, ja. Stimmt ja. Hat man noch eine Arbeitsfläche. Ja. Vor allem, das ist sogar hart funktionell. Du kannst es hier oben als Arbeitsfläche benutzen. Und wenn du an die Kiste ran möchtest, dann kannst du den erstmal hochklappen, um dann die Kiste zu öffnen. Weißt du, wie ich meine? Ja, oder man macht es einfach so. Ah, dann ist es halt sehr verschlossen. Ja, eben. Das ist ja. Ah, das sieht komisch aus. Das benutzt man eher so in Haushalten. Genau. Oh, Lager fertig. Easy. So, das Dach ist endlich fertig. Also das Dach. Ich habe es endlich geschafft. Glückwunsch. Yeah. Oh. Das war auch eine Arbeit, ey, vor allem von hier vorne. Also Ja, eben, weil du dieses halt Gummidach. sehr viele Abfraktionen hast, ne? Das ist halt drei Dächer in einem. Diese Verschiebung ist so kompliziert. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal mit als normales Dach mache oder ob ich das als Balkon mache. Kannst Ich ja muss jetzt mal gucken, wie der Dach der Balkon ist. beides probieren. Kannst ja so und dann so probieren und dann gucken, was dir besser gefällt. Also das werden, denke ich jetzt mal, Ja. so 4 Etagen in diesem Haus. Das ist für das größte Haus. Aber es ist zum Glück noch nicht so groß wie auf Myclonia. Oder? Nee. Nee, nicht so groß. Auf Welches Myclonia denn? habe ich Ja, viel größer. ja. Ja. Also Viel, viel ich kann mal größer. kurz einen Screenshot machen und das zeigen. Es geht ja schon Richtung Luxusvilla. Ja. Ja, das stimmt. Das geht nicht Richtung Luxus, oder? Doch, schwer diese Wolken. Aber kurz, wenn du was zeigen möchtest, mal wahrscheinlich bei Senf, ne? Ja, Sören, ich bräuchte einmal die Präsentationsrechte. Ja. Also, du musst einmal auf mich klicken, bei Teilnehmer auf mich klicken. Ja, Präsentator machen, Ja, ne? das geht schnell. Soll ich einfach Bildschirmabgriff oder Screenshots hochladen? Na, dadurch, dass man jetzt eh sieht, was bei Senfcall ist, kannst du einfach Bildschirmabgriff machen, also. Kannst du auch ein bisschen rumzeigen, von daher ist es gleich Genau. praktischer. Vollbild. Sagen wir es so. Das ist die Vorderseite. Schön rosa, Alter. Also normalerweise bin ich ja kein Ja. Freund von so extrem, aber dadurch, dass halt die Bäume so auch im Hintergrund Ja, sind, passt es halt. Es sieht halt aus wie so ein Prinzessinnenland. ey. Ey, das war jetzt nicht negativ gemeint. Es sieht einfach. Es ist halt so stimmig, weißt du? So. Ich liebe dieses Biom. Wie ich das da gefunden habe, ich war so happy. Und überhaupt, dass das überhaupt so ein relativ großes und trotzdem ebenes ist. Na. Ja, das ist halt Hauptattraktion, kann man sagen. Aber ich finde, es ist gut geworden, richtig gut. Auf jeden Fall. Auch mit der Terrasse und allem. Das hat echt was.
Was halt so ein bisschen rausreißt, ist das Höllentor am Anfang. So, das passt halt nicht so ganz. Ja, das brauchte ich gerade. Aber der Boden ist halt auch so ein bisschen rötlich getönt. Und das meine ich gerade mit 4 Etagen. 1. Etage, 2. Etage, 3. Etage, 4. Etage. Weil das Dach so groß ist, ja, dass ich da in Dach 2 Böden reinmachen konnte. Die auch noch nicht verengt sind. Also das ist jetzt kein Platzmangel hier. Das war eine Dreierdecke. Oh ja, also das ist schon etwas größer als jetzt das. Ja, etwas. Ja, ne? Ja, okay, es ist größer. Oh Gott. Ja, aber so viel kleiner ist das Gebäude jetzt auch nicht. Also gerade wenn man jetzt das hintere Dach nimmt, da kann man auch fast noch eine Etage reinziehen. Also ja, so viel kleiner ist es jetzt gar nicht. Ja, nur halt die Länge von dem von dem zweiten Dach. Das ist halt viel länger. Ha. Also vom Platz her innen drin ist es auf meinem Klon ja auf jeden Fall mehr. Aber das ist halt etwas, ja, nicht so langgezogen, lang so. Früher irgendwie nie Bock zu bauen. Ich weiß auch nicht. Also ich hatte Bock zu bauen, aber ich hatte halt keine Lust, so was Kompliziertes zu bauen. Ah. Oh. Aber ja. Also ich bin ja, glaube ich, eher so der Neuling, was mein Klon und Co. angeht. Und wie ich vor knapp 4 Jahren ungefähr angefangen habe, ich glaube, ich habe gleich so gemacht. Kompliziert hochdrehen und viel mit Glas. Ja, viel. Na, ich war tatsächlich nie so der Glasfreund. Ich habe das immer so, weil das Ganze ja immer so ein bisschen so, ich sag jetzt mal, einfach und so mittelalterlich aussieht und so total, also du hast jetzt halt, du hast ja im normalen Mindset-Game nicht viele Blöcke. Und deswegen sieht es halt immer so relativ einfach gehalten aus. Und dieses Glas hat es dann immer so ein bisschen rausgerissen. Das hat dann immer so, deswegen, also ich persönlich bin kein so großer Freund von Glas, muss ich ganz ehrlich zugeben. Nee, also ich habe das auf meinem Solo-Spielstand Gewächshaus hier mit Glas. Und ansonsten passe ich das immer, ich sag mal, der Begebenheit an. Hm. Zum Beispiel bei meinem großen Minenschacht, das ist wie ein riesen Leuchtturm mit dem Leuchtglas. Damit arbeite ich auch gerne. Das kann man auch schöne Akzente setzen, Beleuchtung mit inbegriffen. Aber was ich zum Beispiel sehr, sehr gerne gemacht habe, also gerade früher, beziehungsweise es war ja auch bei dem einen Haus, was ich im Let's Play gebaut habe, auf dem Isarwheel-Server, da hatte ich ja zum Beispiel, da wo Fenster sind, habe ich ja zum Beispiel kein Glas genommen, sondern diese Zäune. Ja. Sowas habe ich zum Beispiel immer sehr gerne gemacht. Ja, Zäune sind auch eine gute Abwechslung zu den Trapdoors, wenn man im Dachboden baut. So, du nach da, du nach da. Nee. Ja, ja. So. Kann ich das einfach da ransetzen? Ja, okay. Ja, okay, also hier kann ich auf jeden Fall insgesamt 4 Etagen reinmachen. Es wird eine sehr große Taverne. Ja. Was ein bisschen schwierig wird, 1, 2, 3, 4, 5, der Balkon. 6. Aber, ja, nee, ich schau erstmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
das könnte man aber machen. Oh, komm. Na. Das ist. Machen wir hier einfach mal ein Loch. Ja. Ach ja. Da war ja was. Eigentlich wollte ich auch noch die Mauer anfangen, aber ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rennt ja nicht weg. Da würde ich nämlich anfangen, mir Sorgen zu machen, wenn die anfängt wegzurennen. Kommt so eine riesige Feindwelle und die Mauer einfach nope. Bin mal kurz Zigaretten holen. Genau so. So, ich hab mal hier ein bisschen Licht. Oh ja, ich kann gerne mal gucken mit der Inneneinrichtung hier, von da unten tersten Etage. Schön, ja. Oh, schön. Gemütlich. Das Einzige, was ich nicht benutzen würde, sind die Schüle, sorry. Aber. Ne, man kann ja zumindest hinstellen, man muss halt nur, weil eben bei meinem Haus, daher habe ich ja auch. Man muss halt nur drauf aufpassen, das, dass das man da. Das Problem ist, wenn hier später fremde Spieler auf uns zu Hause sind, kennen die das ja nicht. Ja. Weiß ich, das nicht. Also hier auch wieder weg. Warte. Weil hier sind ja auch Stühle. Na eben, der war schon an mehreren Orten benutzt. Ja, dann leider schon. Doink. Doink. Glaube ich, war hier doch auch noch Stühle. Ach nee, das ist. Ja, bei mir in der Wohnung sind noch Stühle. Bei mir sind noch Stühle. Dann das letzte. Stufe. Was mach ich da? Der, so. Wow, wo ist das jetzt hin? So, Ja. Ist sogar welche mit dem Schlafzimmer. Beton. Ja, die sehen doch schön aus. So. Komm schon. Ja. So, ein bisschen bunt. Meine Schule sind bunt, yay, haha. Voll Kindergeburtstag. Wobei ich sollte immer, da muss ich auch richtigen Test benutzen. Test. So sieht das komisch aus. Hä? Hey. Oh. Wie heißt denn die Dinger? Table? Ach ja, Table. Ja, schon besser. Darauf erstmal ein Blockrohrfleisch. Marcel, lass es dir schmecken. Noch nicht mal gewürzt, alles was du schmeckst ist Schwarte und Sehnen. Guten Appetit da draußen. Ich
freue mich schon auf die ganzen Kommentare. Oh, Ronny, ich bin gerade am Essen. Lecker. Folterkeller, Keller meine ich. Ich muss so gucken, wie ich jetzt hier die Wand ausbaue, aber ja. Genau, dafür würde ich noch einen kleinen Keller bauen. Mit so ein paar BDSM-Elementen. Gibt's so ein Holzpferd? Meinte ich ja, Folterkeller. Neben Andreas Kreuz. Was? Verdammt, ich sollte dir doch aufhören, Ratschläge zu geben. Und ja. Ich glaube, das wäre besser. So. Aber auch langweilig. Bricks. Steinziegel und rissige Steinziegel. Oh, komm. Fällt die Leiter wieder ab? Ups, ja. Ran, da. Sieht komisch aus. Aber ja. War es mal die Stühle? Die sind original von Toys R Us importiert. Und wie bitte was? bei Toys R Us. Alter, machst du jetzt hier einen, Partykeller oder was? Na, ich hatte gedacht, dass ich den Keller einziehen wollte, also dass ich hier noch einen Keller einziehen wollte. Schön. Oh, in der Taverne muss dringend noch ein Weinkeller hin. Sakura hat mir auch schon ein paar schöne Tipps gegeben, was man hier so alles reinpacken könnte. da werde ich mich auf jeden Fall bedienen. Den Rest schreibe ich PN. Ich glaube, das ist nicht mehr so jugendfrei. Was? Das ist K18. Minimum. So, Felron, ich bin mit meiner Hütte jetzt auch fertig. Fehlt nur noch zum Dach ein Zugang. Ja, ich sehe den Namen gar nicht. Ach, da. Hallo, kann ich nicht rumdrehen? Der ist jetzt mal weg. Ach so, ja. Ja, die kriege ich irgendwie nicht ausgefüllt. Keine Ahnung warum. Ja, du musst einfach die Stairs wegmachen. Mit der Stelle. Schnieke. Ja, und vielleicht auch noch ins Dach noch so Fenster. Ja, das kann man ja bei dir. Ja, das habe ich jetzt auch erst bei einem Haus, aber ja, kann man auch noch machen. Aber schön, schön. Marco. Sieht schon mal sehr geräumig aus, auf jeden Fall, ja. Sieht schon mal sehr schnick aus. Ja, ich finde, die Birke und das Akazienholz passt auch gut zusammen. Ja. Auf jeden Fall. Muss man nur kurz von innen gucken. Achso, gut, wieder mal von innen sehen. So, jetzt mache ich manchmal an die Stadtmauer ran. Sagen. Sakura! Ich ahne Schlimmes. Mein perfektionistisches Herz schreit. Ja, meins könntest auch, meins du nur mir zuliebe
hier diese oberste Holzreihe gegen so einen queren Baumstamm austauschen. Ja, sorry. Okay. Aber nicht für dich. Oh. Ja, gut. So weit kommt's noch. Ich schenk dir auch einen Kubikmeter Rohfleisch. Schwein, Rind. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist wahrscheinlich ein Gemisch aus allem. Finde es raus. Ansonsten dann werden die Verhandlung weitergeführt. Ansonsten, ich hätte mir eher, ist das Menschenfleisch, oder? Hast du schon ausprobiert? Ja. So, wenn ich den schon mal... Ich glaube, Felron, hast du jemals was anderes erwartet, außer genau sowas? Eigentlich nicht. Hä, verstehe ich nicht. Also, was soll das denn bedeuten? Alles und nichts. Alles und nichts. So, Stone. Wo kommt das hier? Ja. Warum sind das in Minecraft statt 9 Zeilen nicht 10, nicht 11 Zeilen? Mann, das hätte ich jetzt genau gebrauchen können. Tja, das ist eine gute Frage. Ich meine, gut, 11 ist eine komische Zahl, aber mindestens 10 hätte man ja machen können, von 1 bis 0. Komplett, weil ist ja auch mit diesen Schnellwahltasten erreichbar. Okay. Und da hätte man durchaus noch eine 0. Wobei halt, nee, es sind doch 10. Nee, jetzt bin ich verwirrt. Ja, es sind 9. Das ist ja an Minecraft angelehnt. Die haben auch 9. Warum haben wir es nicht? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minecraft hat 8. Na. Dann sind doch gar nicht ganz viele. Ach ja, wie das Baumsbett ist. Stimmt, das letzte Feld ist gar nicht erreichbar. Weil eben die 9 kannst du gar nicht anwählen. Weil 0 und 9 ist ja zum Durchschalten. Mit 0 schaltest du nach rechts weiter und mit 9 schaltest du nach links weiter. Bei mir ist V und B. Ah ne, warte, V und N. Dann hast du das umgelegt. So rein theoretisch wäre ich jetzt fertig. Das kann sein, dass ich das mal umgelegt habe. Ich meine, ich lege jeden Tag Leute um, also, weißt? Das wundert keinen. Stimmt, doch. Schön. Ja, stimmt, kann man einstellen. Ja, eben, klar, genau, bei Mindset gibt es ja nur 8 Felder. Und deswegen hatte ich da die 9 und die 0 umgelegt als Durchwahl-Dinger. Das kann natürlich sein, ja. Ah ja. Diese Schnellwahl-Tasten nutze ich persönlich sowieso nicht. Ich scroll mal mit der Maus einfach durch. Geht viel schneller. Ja, ich auch. Vor allem kann man natürlich Spiele machen, weil ich kann ja bei mir das Mausrad freischalten. So. Ja, genau richtig. So. Da wollen wir mal schauen hier. Mein geheimer Pornoklar. Da muss auf jeden Fall rein. Warte. Sind Beifugkissen da? Warum mach ich da mit? Boah, ist ja langweilig. So. In Blutrot, am besten noch mit. Dennoch eine schöne Kiste mit Herz. Vorhänge hin. Wenn, dann noch... mach Vorhänge hin. Wie so ein. Wie heißen die Betten? Diese Himmelbetten. Achso, mal eine Frage, dieser Seelenanker, macht das irgendwas Schlimmes oder kann ich den Block einfach platzieren? Den kann man so platzieren. Okay. Kommt nämlich einfach mal, weil da so ein Hellspin-Symbol drauf ist. Die einfach mal so hingestellt. So, da gibt es ja noch diese komischen Bookshelves. Dann kann ich da ein Regal voller Kamasutras bauen, in allen verschiedenen Sprachen. Für Besuch oder wie? Aber sowas von. Kannst du.
Ach, das ist wieder Mist. Das kannst du bestimmt nicht wieder freihängend machen. Wahrscheinlich nicht. Ja. Ja, ja. Das ist ja jetzt mal Mobbing. Ich spüre dich, Sakura. Ich spüre dich. Das ist so, so traurig. Ich hab... Achso, oder so, ja. Ah, das sieht auch wieder komisch aus. Ja, ja, ja. Och, das ist ja mal traurig. So. Okay, das wäre wahrscheinlich sehr cool. Nein, das geht auch nicht. Och, das ist ja hier mal Mobbing. Was? Du bringst mich nur auf dumme Ideen. Habe ich das schon mal erwähnt? Was zur Hölle? Was zur Hölle ist das hier alles? Das weiß ich nicht. Okay, ich muss mal ganz kurz. Wie war der? Warte. Ich muss mal ganz kurz. Ich muss mal hier. Ich habe Fragen. Wie war das? Ach, da. Ja. Das wird scheiße. Hä? Gut, mit den Haaren, wie sieht das ein bisschen abstrakt aus? Ach so, nee, nein. Was ist das? Ja, das ist erst durch die Haare. Mal kurz, wo kann ich die Haare einstellen? Haare. Das wird eine haarige Angelegenheit. Oh Gott. Ich hau ab. What the hell? Also das Icon davon sieht besser aus. So. Jetzt habe ich eine Glatze. Ja, moin. Soll ich was sagen? Ich bin frei. Hier, Ronny, dein erstes Opfer. Er ist frei. Gerne vielleicht mit jemand anderem. Aber das müsste ja funktionieren. Ja. Das funktioniert. Das kann. Eine Triggerwarnung dabei. Halleluja. Hör mal, irgendwie sowas ähnliches habe ich mit Miku gesehen. Auch so mit dem Lila. Ja. Vocaloid Music all night long. Das ist. Ich glaube, du musst noch eine Triggerwarnung aussprechen. Achtung, ja. Verstörter Kontext. Zuschauen auf eigene Gefahr. Hey, hey, hey. Können und weg damit. Ich finde es komisch. Es gibt die Gardinen, aber keine Gardinenstange. Ja. Nichts irgendwie, wo man das. Vor allen Dingen, warum gibt es keine Gardinen, die einfach mal zwei Blöcke hoch sind? Ja, das stört mich schon immer. Ja. Das ist. Wenn man so größere Fenster hat, irgendwie. Oder diese Bodenfenster, aber nein. Nee, ist nicht. Ja, das ist wirklich. Aber hier ist ja nicht mal die Gardinenstange irgendwie da. So. Why? Theoretisch könnte man es so ähnlich machen wie sowas hier, dass man, ich komme mal kurz. Hi. Dass man so gemacht, aber das sieht auch irgendwie. Ja, aber das soll ja mehr so für das Himmelbett sein, deswegen. Ja, ja. Nicht irgendwie an eine Wand dran. Na dann kann man ja einfach. In welcher Farbe soll es sein? Dunkler, auf jeden Fall. Dunkler Blau. Dass man. Na, wo soll es jetzt hin? Hey, hier oben drüber. Also. So. Ah. Ja, aber es soll ja in die. Soll ja nach vorne, also um das Bett zu.
Also ich würde sagen, die eine Seite zumachen. Zwei Opfer in meinem Keller. Das geht ja aber schneller, wieder als ich dachte. Schnell abschließen. Freu dich ja nicht so früh. Freu dich nicht so früh. Außerdem verstehe ich gar nicht, warum ihr Vorhänge vormachen wollt. Ich würde lieber Kameras drumherum aufstellen. Warte mal, ich Ha ha ha.